Hallo zusammen und herzlich willkommen. Geht es mal um Neuheiten vom Genfer Automobilsalon 2019 und da sind mir so einige Modelle aufgefallen. Ich werde nicht alles berichten oder nicht über alle Autos berichten, sondern wirklich nur so über, ich glaube, 4 Stück sind es oder 5 Stück im Endeffekt. Und das sind so die Autos, die mir ins Auge gestochen sind und die mir persönlich auch irgendwie zusagen, wo ich sagen würde, ja, so ein Auto könnte ich mir vorstellen, dass ich es kaufe. Da möchte ich erstmal mit einer Automarke anfangen, mit der ich in den letzten Monaten schon des Öfteren was gemacht habe. Das ist Kia. Kia hat nämlich auf den Genfer Automobilsalon 2019 den einzigen Stand, wo nur Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu finden sind. Also Verbrenner, reine Verbrenner findet man bei Kia dieses Jahr, also auf dem Genfer Automobilsalon zumindest nicht. Und da kommen wir auch gleich zu den Neuheiten. Nachdem wir jetzt schon den Kia e-Niro kennen, bekommen jetzt halt seine Geschwister die Niro Hybrid und Plug-in Hybrid Varianten ein Facelift. Und das nicht nur außen, sondern auch innen. Und außen fällt es auf, also die Nase ist noch geblieben, da wurde halt nur der Kühlergrill etwas geändert und halt die Stoßstange vorne. Dazu gibt es dann halt auch noch die passende LED-Beleuchtung und ansonsten ist das Auto eigentlich so vom Design her geblieben. Die Designsprache wurde beibehalten, es gibt halt jetzt nur die Veränderung, was die Beleuchtung anbelangt und halt den Stoßfänger. Ja, was gibt es noch neu? Neu wird natürlich auch sein, was ich ja schon im letzten Video oder in einem der letzten Videos vorgetragen habe. Es kommt jetzt der neue Soul EV raus, der jetzt übrigens E-Soul heißt. Ja, also man könnte jetzt auch E-Soul O-Niro oder E-Niro singen. Möchte ich jetzt hier gerade mal nicht. Also man hat sich jetzt auf das E vor dem Namen versteift und somit ist es halt der E-Soul. Und da hatte ich ja wie gesagt schon das eine Video drüber gebracht, wo es halt auch um die Neuheiten ging, die halt das Telematiksystem UFO anbelangt. Und dieses Telematiksystem, worüber ihr dann halt Updates erhalten könnt fürs Auto und beispielsweise auch eine aktuelle Straßen- oder Verkehrslage euch aufs Navi übermitteln könnt, wo ihr übers Handy, ich habe es übrigens mal ausgedruckt, so sieht das Ganze aus auf dem Handy. Ich blende das auch nochmal ein, damit ihr das sauber seht. Über die Handy-App könnt ihr dann halt die Temperatur regeln im Fahrzeuginnenraum. Ihr könnt die Klimaanlage einschalten, ausschalten, beziehungsweise halt bei Klimaanlage rede ich jetzt halt sowohl kühlen als auch heizen. Ihr könnt aber auch sozusagen die Klimaanlage vorprogrammieren und das Ganze halt auch mit der Akkuladung. Die könnt ihr vorprogrammieren, ihr könnt sie aber auch einschalten, ausschalten, wie auch immer. Ihr könnt auch über diese, über dieses neue Telematiksystem, jetzt habe ich es beispielsweise zu Hause am Computer, eine Route planen und könnt die dann halt auf das Auto übertragen und habt sie dann sofort im Navigationssystem des Fahrzeuges drin. Da müsst ihr nicht erst großartig neu alles einstellen, ihr habt es dann schon. Ja, Auslieferung. Die überarbeiteten Niro-Modelle sollen dann ab Ende des zweiten Quartals 2019 eingeführt werden. Jetzt bin ich gerade darauf aufmerksam gemacht worden mit den Lieferzeiten. Da nehme ich gleich noch mal ein bisschen Stellung zu. Ich will hier gerade noch mal ein wenig zu den Niro erstmal weiter erzählen. Wir haben ja halt optional gibt es halt die LED-Tagfahrlicht-Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht. Ja, die Stoßfänger wurden geändert, das habe ich schon erzählt. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Es gibt weiterhin ein 8-Zoll-Bildschirm mit einem 4,2-Zoll-LCD-Anzeige als Instrumententafel sozusagen. Oder aber optional ein 10,25 Zoll Touchscreen mit einem 7 Zoll LCD Display
oder Anzeige vielmehr. So, dieses 10,25 Zoll Touchscreen kommt halt auch vom eSol. Also das wird halt übernommen und ja, interessant ist noch die Reichweite für die Plug-in-Hybrid-Version. Da haben wir einen Mixwert von 49 Kilometer und im City-Bereich halt von 65 Kilometer. Weiter halt den Kia eSoul hatte ich ja schon größtenteils erwähnt. Da gibt es beide Antriebskonzepte und was heißt Antriebskonzepte, also beide Antriebsvarianten mit dem 64 Kilowattstunden Akku mit 150 kW Motorleistung. Da haben wir eine Reichweite von 452 Kilometer im Mix und bis zu 587 Kilometer in der Stadt. Dann gibt es noch den kleineren Akku mit 39,2 Kilowattstunden Leistung und in Verbindung mit einem 100 Kilowatt Motor eine Reichweite von 277 Kilometer bzw. 360 Kilometer in der Stadt. Die Imagine bei Kia Studien. Es ist ein futuristisch gestyltes Auto aus der europäischen oder aus dem europäischen Designzentrum in Frankfurt am Main. Ja, diese viertürige Studie ist halt sehr futuristisch gelungen und lässt sich eigentlich so in keine Schublade so richtig reinzwängen, weil es eine Mischung ist aus einer Limousine mit vier Türen, ist gleichzeitig aber kann man es auch so ein bisschen als Sportwagen sehen beziehungsweise als Crossover. Und was auffällig ist an dieser Imagine-Studie ist halt der geräumige, luftige Innenraum, der mit einem Display oder mit einer Anordnung von 21 Displays aufwartet, wo man sich dann natürlich fragt, wozu hat dieses Auto bitte schön 21 Displays verbaut? Ja, ist ganz einfach. Die sind so angeordnet, dass sie für den Fahrer ein gesamtes Bild ergeben und auch miteinander dementsprechend kombiniert sind. So kann halt der Fahrer sämtliche Informationen über diese Display-Anordnung aufrufen. Was auch noch auffällig ist an diesem Style ist, oder sind die gegenläufigen auch als Portaltüren bezeichneten Türen. Das heißt, die vordere ist vorne angeschlagen und die hintere ist hinten und somit öffnet sich halt ein riesiges Portal, wie man so schön sagt. Ja, und da fallen einem gleich die an Diamanten oder an die Struktur von Diamanten erinnernden Sitze auf, die diesem Innenraum, der eh schon spacig aussieht, durch diese 21 Displays vorne am Armaturenbrett, halt dieses Ganze nochmal ja, unterstreichen. So, ja, kommen wir jetzt zu dem nächsten Auto, was mich schon vor dem Genfer Automobilsalon doch ziemlich interessiert hat. Und da kommt jetzt halt Peugeot mit dem E208 an. Und das Fahrzeug verfügt über einen 100 Kilowatt starken Motor. Also 136 PS sind das dann mit 260 Newtonmeter Drehmoment. Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über drei Fahrmodi, Eco, Normal und Sport. Also so wie die anderen Hersteller es eigentlich auch haben, dass sie halt mehrere Modi anbieten. Die Beschleunigung von 0 auf 100 schafft der kleine Flitzer in 8,1 Sekunden. Ja, verfügen tut der Wagen auch noch über eine Wärmepumpe, die halt die Abwärme vom Elektromotor zum Heizen des Innenraums mit benutzt. Sowas ist ja immer sehr gut. Und was auch noch sehr interessant ist, wo halt andere Hersteller jetzt erst mitkommen, da kommt halt Peugeot auch mit an, aber gleich von Anfang an, das finde ich halt sehr gut, das ist halt eine App, womit man die Innenraumtemperatur einstellen kann oder auch den Ladevorgang steuern kann. Also so wie es halt der Nissan Leaf schon immer konnte, so funktioniert das halt bei dem Peugeot auch.
Ja, die Batterie hat eine Kapazität von 50 Kilowattstunden und der Peugeot E208 schafft damit eine Reichweite nach WLTP von 340 Kilometer. Zusätzlich verfügt das Akkupaket auch noch über eine Flüssigkeitskühlung, also ein Flüssigkeitsthermalmanagement. Und eine Garantie gibt es noch, die beträgt 8 Jahre oder 160.000 Kilometer, bezogen auf 70% der Ladekapazität. Das Kofferraumvolumen beträgt 270 Liter. Und jetzt kommt noch etwas, was natürlich auch interessant ist. Der Wagen lädt an der heimischen Wallbox etwa 5 Stunden und 15 Minuten bei dreiphasigem Laden mit 11 Kilowatt. Ja, an den öffentlichen Ladesäulen kann bis zu 100 Kilowatt geladen werden und die Batterie lädt dann in 30 Minuten auf 80%. Das ist der Peugeot 208, ein wirklich sehr interessantes Auto. Jetzt kommen wir wieder zu meiner eigentlichen Hausmarke bzw. zu einem Tochterunternehmen dieser Hausmarke. Und das ist die ehemalige Performance-Marke von Volvo, die heute als eigenständiges Unternehmen ausschließlich Elektrofahrzeuge bzw. Plug-in-Hybridfahrzeuge produziert. Und die haben jetzt angekündigt, fürs Jahr 2020 sozusagen einen Mitbewerber für das Tesla Model 3, nämlich den Polestar oder Polestar, ja doch Polestar 2. Mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Und den Wagen soll es geben zu Preisen zwischen 39.900 und 59.900 Euro. Der Wagen ist ausgestattet mit einer Batterie mit einer Kapazität von 78 Kilowattstunden, womit er halt die 500 Kilometer schafft. Die Leistung des Motors, das sind 300 kW gleich 408 PS. Und bestellt werden kann der Wagen nur online. Also da wird es keinen Händler geben, der dieses Auto verkauft. Ja, das ist sehr interessant, dieses Auto. Wohlbemerkt, die Kilometerangaben sind nochmal nach WLTP und Beschleunigung von 0 auf 100 in 5 Sekunden mit einem Drehmoment von sage und schreibe 660 Newtonmeter. Um jetzt nochmal auf den Markt zu kommen, wo er angeboten werden soll. Der ist momentan begrenzt auf China, USA, Kanada, Belgien, Deutschland, die Niederlande, Norwegen, Schweden und Großbritannien. Bei der Premiere dieses Fahrzeuges, die ja schon vor dem Genfer Automobilsalon stattfand, wurde auch erwähnt, dass das Fahrzeug vorerst nur in der höchsten Ausstattungslinie also mit Dualmotor und halt diesem großen Paket drinne ausgeliefert wird und später erst die Varianten kommen sollen, die halt den Preis von 39.900 Euro dann auch rechtfertigen. Ja, kommen wir jetzt zu einem Fahrzeug, was schon seit 7 Jahrzehnten auf unseren Straßen rumgeistert, also nicht in der Version, sondern jetzt schon in der 6. Variante. Und ja, jetzt seid ihr am Überlegen, welches Modell kann das denn sein? Es ist nicht der VW Käfer, den gibt es ja schon nicht mehr, aber es ist auch ein VW, nämlich der VW Bulli. Wobei eingefleischte Bulli-Fans sagen zu dem nicht mehr Bulli, die sagen da was anderes zu. Jedenfalls ist es jetzt die T6-Variante und die bekommt ein Facelift und nicht nur ein Facelift äußerlich. Ich zeige euch mal ein Bild. Er sieht von außen wirklich sehr schön aus. Also mir gefällt dieses Styling, ganz ehrlich gesagt. Auch diese Zweifarblackierung hat so ein bisschen einen Touch von dem, wann war es, in den 90er oder 2000er Jahre war es da, wurde in den Designstudios in Kalifornien mal eine Replika des, was heißt Replika, also eine Neuauflebung oder ein Neuaufleben des T1, also Samba-Busses, experimentaltechnisch als Elektrovariante auf die Beine gestellt und so ähnlich, so ein paar Anleihen hat er davon im Design drin, die gefallen mir wirklich sehr gut. Jedenfalls soll dieses Modell als T6.1
auch als Elektrovariante angeboten werden, wo die Fahrakkus im Unterboden verstaut werden und eine Reichweite von 200 bzw. 400 Kilometer, je nachdem welches Akkupaket verbaut wurde, erreichbar ist. Und da werden halt Akkus von 38,8 Kilowattstunden bzw. 77,6 Kilowattstunden verbaut. Und der Wagen hat dann eine Leistung von 112 elektrischen PS bzw. 200 Newtonmeter. Jetzt könnte man halt sagen, das ist ja nicht viel, aber ja gut, man muss natürlich auch erstmal ein bisschen klein anfangen, bevor man dann richtig loslegt, weil der T7, der nächstes Jahr auf den Markt kommt, der basiert nämlich schon auf der neuen elektrischen Bodenplattform oder Plattform sozusagen vom VW-Konzern. Und da wird man dann mit Sicherheit mehr einbauen können und somit auch eine höhere Fahrleistung herauskitzeln können. Ja, also wie gesagt, mit den 38,8 Kilowattstunden Akku schafft er 200 Kilometer und mit dem 77,6 Kilowattstunden Akku rund 400 Kilometer. Ja, und das soll es jetzt auch schon gewesen sein von den interessanten Autos, die ich jetzt gerade mal so überschlagmäßig am Genfer Automobilsalon vorgefunden habe. Also nicht ich persönlich, sondern halt über die Medien. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Würde mich freuen, wenn ihr noch einen Daumen rauf da lasst. Ihr könnt diesen Kanal auch gerne abonnieren und weiterempfehlen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.